So, und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück. Und japs, ich hatte es ja gesagt, wir werden umziehen. Ja, das ist, denke ich, auch die logischste Schlussfolgerung. Klar, wir haben jetzt nicht diese ganzen anderen Erze da direkt in unmittelbarer Nähe gefunden, aber es ist einfach viel zu lukrativ, umzuziehen. Ja, gerade wo das mit dem Bauen hier am Anfang dann doch deutlich aufwendiger und zeitintensiver, schwieriger ausfällt als noch vor dem Update. Ja, weil man halt viel weniger Ressourcen bekommt, ne? Genau. Ich muss ganz kurz rausspringen. Natürlich ist die Monats. Ach, hier, guck mal, das Gemüse schon weggefressen. Ist ja super. Wer frisst denn hier mein Gemüse weg? Ihr miesen, fiesen, kleinen Alien-Bastarde. Ja, so in der Richtung könnte man reden. Muss man aber nicht. Tue ich aber trotzdem. Nein, 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 nein. Oh nein. Monsieur, oder nee, Madame. Wir haben Madame. Genau. Madame ist schon wieder erschöpft. Madame möchte nicht mehr rennen. Oh la la. Gefällt mir gar nicht. Bin ich kein Freund von. No, alles mitnehmen. Ich schalte mal das Jetpack ein. Man weiß nie, wann es Zeit ist, das Jetpack zu benutzen. Ja gut, doch, wenn man das Schiff so wie wir etwas weiter oben geparkt hat, dann auf jeden Fall. Aber das meine ich damit natürlich nicht. Genau, richtig. Ja, Wortspiel. Whoop, whoop. Schön vorsichtig, genau. Ja. Immer alles wegschnitzeln, so ist gut. Super macht ihr das. Ja, geht doch. Ich mag das ja gar nicht, hier so durch diese Wälder zu fahren oder zu gleiten. Das ist immer ein bisschen nervig. Vor allem, wenn man wie wir vergisst, vorne einen Scheinwerfer zu installieren. Ja, also das ist dann echt richtig kacke. Wieso haben wir das vergessen? Da ist der Mittelteil. Oh, wir haben ihn gefunden. Cool, sehr geil. Aber er ist rot. Okay. Diesen Spinnenviechers, ey. Sauerstoffstation. Ich frage mich bloß, warum das feindlich ist. Komisch. Überprüfe Anzeige.
ist halt hier nur Deko, ne? Ja, trotzdem, irgendwo muss was sein. Jetzt frag ich mich halt nur wo. Ein Detox-Kit. Sehr schön, nehmen wir gerne mit. Schwere Panzerung ist auch immer gern gesehen. Ach, hier ist eine Treppe. Okay, schon gefragt, wo die sein soll. Das ist ein Frachtcontainer, ne? Geil. Hammerhart. Mega krass, ey. Aber so richtig. Das wird es wahrscheinlich auf der anderen Seite auch geben. Ja, davon ist auszugehen. Wir haben keine Munition mehr. Ja. Jetzt müssten wir halt hier entsprechend das freilegen, damit wir da rankommen. Verdammte Axt, ey. Ein Ding. Das ganze Alien-Fleisch nehmen wir mit. Hier. So, wir haben doch auch einen Kühlschrank gehabt, bin ich der Meinung, ne? Hatten wir keinen kleinen Kühlschrank? Ne, anscheinend nicht. Okay, krass. Da hatte ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, dann machen wir erstmal das. Ja, jetzt bin ich halt so ein bisschen verunsichert, ne? Was machen wir jetzt am besten? Also erstmal umziehen oder. Das Interessante ist, dass wir hier ja eigentlich lang geflogen sind, ne? Dass wir das dann nicht aufgedeckt haben. Wahnsinn. Hier ist Heck. Vorderteil, Mittelteil, okay. Und da hinten ist unsere neue Basis. Und da vorne ist unsere alte. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen, weil, wie gesagt, normalerweise müsste ich mich jetzt unten reinbuddeln, weil für irgendwas muss da ja sein. Oh. Wir haben Hunger. Zum Glück haben wir was dabei. So, sehr schön. Damit sollten wir erstmal gerettet sein. Ja, dann machen wir so den. Dann holen wir erstmal unsere Sachen. Und dann können wir das hier immer noch entsprechend ändern. Oder beziehungsweise danach forschen, was da Sache ist. Aber erstmal die Sachen holen, das ist wichtiger. Ach du Scheiße. Schon wieder so ein Wald. Das ist echt nicht so gut durchzukommen. Boah, Schwein gehabt. Was habe ich jetzt? Jetzt hänge ich wahrscheinlich irgendwo hier an so einem doofen Baum fest, ja. Die kleinen Kacksträucher hier. Aber wie gesagt, man merkt es hier. Das mit dem Gleiter ist wesentlich angenehmer geworden. Ne? Vor dem Update hat er jeden Huckel genommen, um sich neu auszurichten. Und das war ja dann echt nervig, weil man so schnell am Kippen war.
Das ist jetzt viel, viel besser. Eher schon, wie gesagt, so wie in der Anfangszeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Da war das ja mit dem Gleiter dann auch wesentlich angenehmer. So. Sehr geil. Naja, aber nichtsdestotrotz werde ich mich jetzt verabschieden. Wir sehen uns ja dann beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht alles gleich auf Anhieb mitgenommen bekommen. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.